Ja, wir sind die Gruppe Open Towers und wir hatten das Problem, dass wir keine Datenbank gefunden haben, die wirklich zugänglich ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen eine App, die das übernimmt. Und die Nutzer der App können sozusagen durch das Nutzen der Datenbank Einträge zusichern, sage ich mal. Genau. Wie funktioniert das jetzt genau? Also, zuerst nimmt die App, die auf dem Handy installiert ist, sammelt immer die Daten des einzelnen Funkmastes, mit denen sie verbunden ist und sogar mit der in der Umgebung. Diese Daten lesen wir dann aus und da interessiert uns die Cell-ID, also sozusagen ein unique Identifier für diesen Funkmasten und die Signalstärke zu den Funkmasten. Dann sendet das Handy über HTTP diese Daten plus noch die GPS-Position des Handys mit. Das geht dann an unser Backend. Das Backend speichert dann dies alles in eine Mongo-Datenbank und wenn die Cell-ID mindestens 3 Location-Einträge hat, wird sozusagen davon eine grobe Triangulation betrieben, wo genau die Funkzelle sich befinden könnte. Genau, was wir Probleme hatten, erfahrt ihr jetzt. Ja, also unsere Probleme waren zum einen, dass die API, welche uns helfen sollte, die Daten von den Funkmasten zu holen, total verbuggt war, sodass wir einen ganzen Tag damit verschwendet haben, die zum Laufen zu bekommen und kurz vor der Angst ist sie wieder halt abgebrochen. Zum anderen hatten wir fehlende Erfahrung mit MongoDB, sodass wir dort ziemlich viel Zeit investieren mussten, sowie wenig Kenntnisse für Backend mit Python. Und im Prinzip hatten wir ein funktionierendes Backend, ein funktionierendes Frontend, aber die Kommunikation scheitert. Genau, dann kommen wir jetzt zur App. Die haben wir versucht, eigentlich so möglich wie einfach zu machen. Ja. Also das Weiße da mit dem Punkt, das soll eigentlich so eine Karte sein, so wie Google Maps, aber das sieht man jetzt irgendwie nicht so richtig. Da oben ist der Titel, den kann man immerhin so ein bisschen sehen. Jetzt. Genau, also die ganzen roten Nadeln, das sind die Funkmasten und die eine blaue Nadel da, das sind wir, das sind aber glaube ich jetzt nicht die richtigen Koordinaten, aber das ist ja jetzt gerade auch nur eine Demo. Genau, und das lässt sich ganz leicht bedienen, man kann hier rumschauen, wo der nächste Funkmasten ist. Ja.